Alerta, Antifaschista und Nazis raus. Mythos, Mythos, du musst wandern von einem Linken zu den anderen. Ich hab's neulich endlich fertig gebracht, die Jahrhundertdebatte zwischen Daffy Duck und Kermit dem Frosch zu schauen. Ich wusste im Vorfeld schon, dass Pure Ideology Zack den armen Lobsterjungen brutal verbal geschlachtet hat. Immerhin hatte Peterson kurz nach dem Zusammenstoß eine extreme Midlife-Crisis und ist benzoabhängig und stark depressiv geworden. Irgendwie kam mir dieser Absturz schon damals sehr bekannt vor. Ich wusste da noch nicht woher und weshalb, bis ich meine Anzeigensammlung an meiner Fanwand mal wieder umsortiert habe und mir wieder einfiel, wie ich meinen früheren Kanal verlor. Aber vorher müssen wir wohl etwas in die Vergangenheit reisen. Genauer gesagt in das Jahr 2018, als ich einen Ping-Pong-Style-Schlagabtausch mit einem gewissen diplomierten Ingenieur hatte, der bisher nichts ingeniert hatte, bis auf seine cyberfaschistische Internet-Fantasiewelt, um seine Zurechnungsfähigkeit vor der knallharten Realität seines Versagerdaseins zu schützen. Bin ich denn der Einzige hier im deutschsprachigen Internetraum, der wirklich bewiesen hat, dass Eier aus Stahl hat? Naja, dadurch, dass ich mich nicht so sachlich wie unsere uniformierten Freunde mit dieser labenden SS-Gesichtsgrätsche auseinandergesetzt habe und ihn stattdessen virtuell gegulagt habe, wurde mein Kanal wegen Hassrede in den Jahannam der gehobenen Spießergesellschaft verbannt. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Aber dass unter dem Gewaltmonopol der Bürokraten mehr auf das Wie als auf das Was geachtet wird, ist vermutlich eh schon jedem aufgefallen, der sich als Anhänger der Malediktologie versteht. Ich meine, macht ja auch Sinn, denn jeder Otto-Normal-Statist weiß, dass Polemik voll gemein ist und so, aber wenn man seine prähistorischen Weltbilder hinter euphemistischen Bürgertumsgespeichel versteckt, hat die breite Masse in der Regel kein Problem mehr. Der Vorstand des Gartenvereins ist nicht in der Lage, diesen Saustall, unter denen wir leiden, in Ordnung zu bringen, die Nachbarn. Für mich ist es eine Beleidigung. Aber weswegen genau ist der Reichsbürger Flamingo eigentlich zu der Gendarmerie der BRD GmbH gejoggt? Doofbulle. Und dann ruft der Mann, der die Existenz der Bundesrepublik leugnet, die Polizei. Ob er es nicht inkonsequent finde, einen toten Polizisten zu verhöhnen, dann aber selbst die Polizei zu rufen? Wo ist das Problem? Habe ich auch die Polizei gefragt. Muss ich jetzt der Polizei noch ihren Job erklären oder wie oder was? Und dann stehen die Bullen da und sagen, na, aber sie sind doch Reichsbürger. Ja, vielleicht bin ich auch Muslim oder schwul, was geht's Ihnen an? Ich meine, was soll der Quatsch? Darf ich etwa denn nicht zur BRD-Polizei gehen? Ja, das ist... Na, sie erkennen doch den Staat nicht an. Ja, die Muslims auch nicht. Die wollen ihnen sogar den Kopf abschneiden. Und trotzdem gehen die nachher zur Polizei. Na, was ist denn? Du, das ist eine Aussage von der Polizei. Okay, da stehst du da und denkst, aber wie blöd sind die Bullen eigentlich? Und du weißt ganz genau, Polizisten reagieren auf so etwas ganz, ganz, ganz empfindlich. Was würdest du da machen, Bulle? Dich abknallen lassen, ne? Im Namen des Gutmenschentums. ACAB, All Cops are Bastards. Am Ende meines Videos damals war die Fake-Muskete meines Bruders eingebaut und er dachte wohl, ich bekomme bis zu 15.000 Euro Strafe für den Besitz eines Spielzeugbajonetts. Kein Scherz, das war einer der Strafbestände, die ich laut dem Diplom-Juristen erfüllt hätte. Dann werden sie in einem Fall eine 10.000 bis 15.000 Euro Strafe aufbrummen, ohne irgendwie Raten zu zahlen und so weiter. Soll er denn zur Bank gehen und sich dann da irgendwie einen Kredit geben lassen? Ich bin mit dem Bajonett oben gegen die Tür geknallt. Der bestätigt sogar, dass das ein Bajonett ist, ja? Dann kommen die definitiv zu dem nach Hause. Ich bin jetzt zwar kein Jurastudierter. Das, was er gemacht hat, ist Folgendes. Ich erkläre es dir einfach in Worten von einem Grenzgebieten, ja? Der hat Folgendes gemacht. Er hat gesagt, lieber Richter, lieber Staatsanwalt, fick mich so in die Poperze, aber dass da jetzt und nicht ein Negerschwanz reinpasst, weißt du? Das hat mein Anwalt auch fast so gesagt, ja. Auf jeden Fall, jetzt kommt er halt geiler. Jetzt haben sie mir hier, wie gesagt, ich habe es vorhin hier reingehalten hier, haben sie mir geschrieben, dass ich jetzt also bezüglich Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation, Beleidigung, Verleumdung und illegalen Waffenbesitzes Zeugenaussage machen soll. Das heißt also, alle vier Punkte haben sie mittlerweile schon anerkannt. Ja, überlege mal. So, jetzt komme ich da also dann die Tage denn da an, oder die Wochen. Werde denn da ein bisschen rumbabbeln? Als Zeuge macht das ja weitaus mehr Spaß, ne? Und dann sitzt dann da irgend so ein Bulle und schreibt alles schön auf und dann bla 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 und so weiter und so weiter. Und dann, ich weiß jetzt schon, was der Polizist sagen wird. Ist der doof. Wäre es so schwer gewesen, die Fresse zu sagen? Ich weiß das nicht. Das ist so doof. Und dann sitze ich da ja vorher nicht und ich versuche. Und dann fragt er mich das, sagt Herr Schulz, ist mein Hosenstall offen, warum lachen Sie da? Naja, was soll ich sagen? Er hatte zu Recht Vorfreude, denn einen anderen Strafbestand habe ich tatsächlich erfüllt und saß 3 Jahre lang hinter schwedischen Gardinen.
Es ist das erste Mal, dass ich darüber öffentlich rede. Ich wurde schuldig gesprochen, den fettesten Geo-West zu haben. Gotcha, Bingo. Ich war jetzt also bei der Kriminalkommission unten am Bayernring 44 bezüglich meiner sogenannten Zeugenaussage wegen meiner Anzeige gegen Nick Zellenkock, a.k.a. Sturmgeist, a.k.a. El Gringo. Everybody with white hats, stand up! Angeblich wollten sie eine Zeugenaussage von mir haben, aber das war nur ein Vorwand. Die Kriminalkommissare, die Polizisten, wollten eigentlich nur von mir wissen, was genau sie da unter meiner Anzeige verstehen sollen. Ich weiß. Der erste Grund zur Anzeige gegen mich war schon amüsierender als die Mucke von Johannes Hofbauer. Aber der zweite Grund toppt eigentlich jede Anzeige, die ich je durch YouTube kassiert habe. Weil der Nick Zellenkock ja augenscheinlich ein Linksextremist ist, ein Kommunist ist. Und der wird jetzt, wurde jetzt angezeigt wegen der Tatbestandserfüllung von 86a StGB, wegen Hitlergrußes, haben sie nicht verstanden. Ich musste ihnen dann also erklären, weil sie dachten, ich möchte den Nick Zellenkock irgendetwas unterjubeln. Oder ich möchte die Polizei, Staatsanwaltschaft verarschen. Ich musste ihnen dann also erklären, was eine Schutzanzeige, was ein Schutzbrief ist. Das ist eine Begrifflichkeit aus den 80ern. Peinlich, wenn ein Ingenieur, ein Diplom-Ingenieur, der Polizei erklären muss, was ein Schutzbrief, eine Schutzanzeige ist. Die Kriminalkommissare, die Polizisten haben natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Vor ungefähr Pi mal Daumen 3 Jahren habe ich mal ein Video erstellt, wo ich augenscheinlich den Hitlergruß machte. Irgendein Troll, politisch linker, grüner, Sonnenstaatländer, Antifa, irgendeiner, weiß ich nicht, irgendeiner, hat einen Screenshot gemacht von meinem Video, genau in dem Moment, wo dieser augenscheinliche Hitlergruß von mir begangen wurde. Ja, jetzt hat der Nick Zellenkock diesen Screenshot, dieses Bild für sein Video verwendet. Und kurz darauf folgend hat dann mein Anwalt mich angerufen und mir gesagt, ich soll eine Anzeige einreichen. Wegen der Tatbestandserfüllung von 86a StGB, weil mittels einer Fotomontage der Nick Zellenkock mich diffamieren wollte, mich verunglimpfen wollte, weil er mich in ein bestimmtes Licht rücken wollte, mittels dieses Screenshots. Sowas nennt man Rufmord. An der Stelle muss ich mich, glaube ich, echt beim Diplom-Harzer entschuldigen. Ich wollte dich nie aus dem Kontext reißen und dir unterstellen, du wärst ein blühender Verehrer von Adolfus Hitlerus. Eine gewisse Gruppe gemacht mit großen Nasen, die so einen Riecher dafür haben? Ich möchte den Namen dieser Gruppe nicht aussprechen. Das hat mitunter etwas mit der ungünstigen Rassenvermischung zu tun, die ja permanent seit Onkel Addis Ableben nicht nur in der BAD zelebriert wurde und wird, ne? Und die Auswüchse dieser ungünstigen Rassenvermischung spürt man heutzutage auch. Flugzeug. Wir hatten schon gedacht, Herr Schulz, Sie wollen uns und die Staatsanwaltschaft für blöde verkaufen. Nie und nimmer. Also was hält denn die Polizei von mir? Also glaubt die Polizei wirklich, dass ich denke, dass ihr degenerierte Vollmongos seid? Nein! Würde ich doch niemals denken. Niemals nie. Du weißt ganz genau, Polizisten reagieren auf so etwas ganz, ganz, ganz empfindlich. Auf jeden Fall hat die Kriminalkommission, die Polizisten dort vor Ort haben mir gesagt, dass der Tatbestand von Paragraph 86a, also das Zeigen von Symbolen verfassungswidriger Organisationen von Nick Zellenkock zu 100% erfüllt wurde. Vor allen Dingen jetzt, wo sie über diesen Schutzbrief, über diese Schutzanzeige Bescheid wissen. Dasselbe gilt auch für Beleidigung, dasselbe gilt auch für Verleumdung und dasselbe gilt auch für illegalen Waffenbesitzes. Er hat sich einfach nur gedacht, dass ich einer bin, der hier bloß eine Riesenfresse hat und den ganzen Tag bloß in meiner Wohnung gucke. Seit über 16 Jahren sitze ich hier in meiner Wohnung. Und über irgendwelche Bücher philosophiere. Habe jede Menge Bücher gelesen. Ja, da hast du recht, Ingo. Aber nachdem du deinen arischen Urahn alle Ehre gemacht hast und mich wegen eines Plastikspielzeugs angezeigt hast, wurde mir bewusst, was du doch für ein deutscher Bär bist. Ich knie nieder vor dir, o Berserker Odins.
Bitte, hör auf, dich so lange von Polizisten auslachen zu lassen, bis ich Mitleid bekomme. Ich erstelle dieses Video hier, damit vor allen Dingen natürlich der Cock Bescheid weiß. Ich habe dich nicht angezeigt wegen Beleidigung, ich habe dich nicht angezeigt wegen Verleumdung und ich habe dich auch nicht angezeigt wegen illegalen Waffenbesitzes. Mir ging es nur um den Paragraphen 86a StGB. Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation, Beleidigung, Verleumdung und illegalen Waffenbesitzes. Du hast also in deiner, nicht beleidigend gemeint, in deiner jugendhaften Infantilität allen bewiesen, was man von Antifas, von Linken, Grünen, von all diesen Antifaschisten, wie man sie nennen möchte, doch halten kann. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Das sagte auch der eine Kriminalkommissar, der sich dein 33 Minuten Video zweimal angucken durfte. Der Kriminalkommissar sagte zu mir, Herr Schulz, man muss nicht Ihrer Meinung sein, aber Sie liefern wenigstens Beweise, Quellen, Argumente, logisch nachvollziehbare, zusammenhängende Gedankenstränge. Flugzeug. Anschließend ist das gesamte Kriminalkommissariat aufgestanden, hat für ihn applaudiert und er wurde anschließend zum Ehrenbürger Berlins ernannt. Bis auf die Stelle mit dem Kriminalkommissar, der mein Video so geil fand, dass er es gleich ein zweites Mal schauen musste, riecht mir das verdächtig nach einem Palaner Spezi gewürzt mit Kopium. Also hoffe ich zumindest, die Geschmierten haben doch etwa kein Problem mit hautbezogener Bräunung. Fakten, Quellen, Links und so weiter und so fort. Also selbst wenn der eine oder andere von uns nicht ihrer Meinung sein sollte, aber Es fällt einem schwer, ihnen irgendwie irgendwas entgegenzusetzen. Aber die 33 Minuten war die reinste Qual gewesen. Was soll das überhaupt für ein Diss sein, Dennis? Die Bullen, bei denen ich dich anzeigen wollte, die mich aber nicht ernst genommen und mein Anliegen ignoriert haben, fanden mein Video besser als deins. Ja, danke, Alter. Schmier mir halt Honig ums Maul. Wenn du überlaufen willst, sag Bescheid, Bro, ne? Die stehen die von Soros finanzierten antifaschistischen Stahltüren immer offen. Und ich sag dann zu ihm, ja, und jetzt überlegen Sie mal. Ich habe mir das Video auch angetan, habe noch ein Antwortvideo darauf erstellt und das ganze Video ging ja gegen mich. Sie sind ja nur einer von außen vor, ne? Sie sind ja der außenstehende dritte Beobachter, wie man sowas nennt. Hat er mich noch auch gefragt, wie haben Sie das denn ausgehalten? Tja, dann scheine ich länger hier im Internet tätig zu sein, als dieser Kriminalkommissar bei der Polizei. Oder ich habe um weitem mehr Horror mit ansehen dürfen, als er bei der Polizei. Alleine für illegalen Waffenbesitz, das ist ein Verbrechen. Kommst du nicht unter ein Jahr Gefängnisstrafe davon. Ich bin jetzt zwar kein Jurastudierter, und dann in Kombination mit 86a, da war im Jahre 2018, das war kurz nach meiner Verurteilung gewesen, in Köln drüben, wurde ein Linksextremer, augenscheinlich wegen des Hitlergrußzeigens, zu 10 Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Ich weiß ja nicht, wie du politische Strömung definierst, die als Saale Schulz, aber wenn ein Ethanolzi, der vorweg schon beim Verteilen von Flyern für eine rechte Demo gesehen wurde und danach mehrfach abgöbelt direkt vor abgestellten Krips, dann würde ich ihn nicht gerade dem linken Spektrum zuordnen. Aber das ist vermutlich nur meine jugendliche Infantilität, die mich da fremdsteuert. Also wegen 86a in Kombination mit Beleidigung und Verleumdung, naja, rechne mir eher so mit 1,5 bis 2 Jahren Gefängnisstrafe. Und dann hat noch irgendein anderer da im Internet, damit habe ich nichts zu tun, ich könnte jetzt sagen, ich schwöre, aber ich gehe mal davon aus, die Leute wissen schon, dass ich die Wahrheit sage. Irgendeiner hatte ich dann noch wegen Bahnsurfing angezeigt. Ja. Schon wieder Flugzeug. Da kann man doch mal sehen, wie manche Menschen schon mit 21 Jahren ihr komplettes Leben wegschmeißen. Also wenn ich mich sowas von, nennen wir es mal, schusselig-dusselig angestellt hätte, so wie du, dann wäre ich heute nicht der, der ich heute bin. Ingo, du wohnst literarisch noch mit deinem Bruder bei deinen Eltern und zeigst Leute an, wenn sie dich berechtigterweise mit Adolf Hitler assoziieren. Also an deiner Stelle würde ich das Steuergeld vom Amt lieber in SA-untypische Kleidung investieren, als durchgehend alles für Koks rauszuballern. Reflektier mal deinen realitätsfernen Narzissmus. Ich habe die letzten 12 Jahre so einen Horror durchgemacht. Den Horror musst du erstmal hinter dir haben, Junge. Bis du denn endlich mal anfangen solltest zu denken. Wobei, eigentlich solltest du das Hirn schon zum Denken eingeschaltet haben, als du in die Welt gesetzt wurdest. Denn Gott hat uns das Hirn nicht vermacht, damit es uns nicht in den Hals reinregnet. Das Ding ist zum Denken da, Junge. Ich könnte einem, oh, ich mache es auch, ich könnte ja mal ein Beispiel aufzählen, um dir mal zu zeigen, was für ein Quatsch du in deinem Video von dir gegeben hast, ja?
Ja klar, Dennis, als wenn es da drüben in den kommunistisch geführten Ländern Arbeitslosigkeit gegeben hatte. Zunächst einmal schön, dass du also, wenn auch indirekt, zugibst, dass also diese Länder da drüben, damit meinst du also die DDR und die Sowjetunion, tatsächlich doch kommunistisch geführte Länder gewesen waren. Ich hatte immer gedacht, ihr habt, weil die Antifas und die ganzen Linksextremen immer sagten, das war ja gar nicht der echte Kommunismus gewesen, das war ja eine Perversion von dessen, aber du sagst, es waren doch kommunistisch geführte Länder. Brechende News, Alter. Der allwissende Faktenguru Dennis hat keine Ahnung, dass es einen Unterschied zwischen linken und neoliberalen pseudolinken Mitte-Extremisten gibt, die jedes sozialistische Projekt grundlegend ablehnen, weil sie sonst als Feinde der Demokratie abgestempelt werden. Die erwähnten Länder waren sozialistische Übergangsstaaten mit kommunistischen Parteien an der Macht. Kommunismus ist staatenlos und hat noch nie existiert, okay? Fass mal andere Bücher an als Kulturbolschewistische Zionisten-Aliens vergiften unser einig Ackerland. Ich mach's mit Absicht so langsam, damit es sarkastisch rüberkommt. Doch, da gab es sehr wohl Arbeitslosigkeit. Die Planwirtschaft hat komplett andere Prinzipien als unsere soziale Marktwirtschaft. Durch seine profitorientierte Natur fließt das erwirtschaftete Geld immer zu den Eigentümern der Produktionsmittel. Und diese Privatpersonen geben kollektiv betrachtet einen Vogelschiss auf die Allgemeinheit. Wer nicht profitversprechend für diese Bahamas-Bonzen ist, der wird fallen gelassen und unserem minimalistischen Sozialstaat aufgedrückt, was auch wiederum zur Belastung der Steuerzahler führt. Beispielsweise nehmen wir die Hotelbranche. Dann hat denn also die Führungselite viele, viele DDR-Bürger in irgendwelche Ficky-Facky-Maßnahmen da reingestopft, obwohl sie überhaupt gar keine mehr dort brauchten. Ob jetzt als Koch oder als ja, Kloputzer oder was weiß ich. Dann kamen dann nachher auf einen Kunden in so einem Hotel 10, 20 Bedienstete, viel zu viele. In den volkseigenen Betrieben der DDR wurden Profite kollektiviert und umverteilt, sodass auch nicht profitorientierte Sektoren wie Bildung, Gesundheit, Kultur, Verkehr, Infrastruktur und so weiter finanziert werden konnten. Boah, gar nicht vorstellbar, wie viele Bürger der Pandemie-BRD das vor dem existenziellen Ruin bewahren könnte. Arbeitslosigkeit ist ein Werkzeug unserer Betriebswirtschaft, um unsere Löhne gering zu halten und uns generell Arbeitnehmerrechte vorzuenthalten. Es sind mafiöse Methoden, um uns durch Angst vor dem Fliesentischdasein zum Stiefellecken zu konformieren. In der Volkswirtschaft der DDR gab es dagegen einen guten Grund, gegen Arbeitslosigkeit zu kämpfen, da der Staat Sozialleistungen zahlen müsste, die Kaufkraft zurückgehen würde und, wie wir als Linke ja wissen, sozioökonomische Disparitäten den sozialen Frieden in einer Gesellschaft massiv gefährden, durch steigende Kriminalität und schwindende Unterstützung der Regierung. Und nach dem Fall der Mauer war dann jeder Fünfte im Osten arbeitslos. Jetzt kannst du natürlich mit der Aussage kommen, naja, ich bin ja erst 21 Jahre, ich habe ja die DDR ja nicht richtig miterlebt. Faule Ausrede. Dann bist du davon, mit dieser Ausrede fickst du dir nur selber ins Knie. Ich könnte jetzt an dieser Stelle meines Videos so etwas sagen wie, ich habe dich also mit anderen Worten so richtig trocken in den Arsch gefickt. Ich habe es als erster BRDler mit politisch rechter bis rechtsextremer Einstellung, zumindest dort außerhalb der Polizei, habe ich es geschafft, eine Straftat, die ich begangen hatte, auf dich umzumünzen. Du hast mich mit deiner gewieften Ono-Reverse-Card einfach mental geschlagen. Dieser phänomenale Mindgame-Lifehack wurde Ihnen präsentiert von Raid Shadow. Aber warum bin ich nicht glücklich darüber? Warum freue ich mir nicht einen Ast ab? Warum lache ich dich nicht aus? Du bist die Generation hoffnungslos verloren. Keiner interessiert sich für dich. Für deine Generation gilt der Spruch von Friedrich Nietzsche, Gott ist tot. Gott ist die Masse, die Menschenmasse, und dein Gott wäre dann die deutsche Masse. Und ja, in diesem Falle hat dann wohl Friedrich Nietzsche recht. Ja, da hatte Friedrich Nietzsche tatsächlich recht. Deutsche Masse kann ich tatsächlich nicht wirklich ausstehen, erst recht nicht, wenn irgendein Boomer Bernhard noch Zwiebeln und Pfeffer drauf jizzen muss und den ganzen Tag so müffelt wie der verwesene Raban, dem Per Olin immer bei Live-Konzerten schnüffelte. Und wenn du die deutsche Bevölkerung meintest, die ist mindestens genauso lost, Mann. Ich meine, zieh dir mal die Wahlergebnisse rein, das muss ich dir ja nicht sagen. Kein Grund gleich, Maoist zu werden, du kleiner Kryptokommunist. Wer interessiert sich für dich? Außer irgendwelche Sektenanhänger, in diesem Falle sogenannte Kommunisten, die deine beschissene Situation für sich ausnutzen und dich zu ihrem Laufburschen umfunktionieren, indem sie dich dann auf irgendwelche Indoktrinationsreisen schicken, in diesem Falle nach Peru, damit du denn dort in diesem Land, ja, für ihren Genderwahn, für ihre Ideologie, für ihre Religion
Ja, genau, für ihre Religion. Kommunismus ist auch nur Religion. Entweder man glaubt dran oder man glaubt nicht dran. Kommunismus hat nichts mit Logik und Verstand zu tun. Also ist es jetzt deine Aufgabe, dafür zu sorgen, hier in der BRD genau denselben Zustand herbeizuführen wie da drüben in Peru. Ich weiß jetzt schon Informationen. Ich als Diplom-Ingenieur, die euch die BZ und andere Medien, ob Fernsehen oder Zeitungen oder Magazine, nicht liefern. Ja, warum denn nicht? Seid ihr so degeneriert, dass ihr das nicht mitbekommt? Du kommst nicht auf die Idee, dass diese Leute da drüben in Peru so glücklich gewesen waren, nicht weil sie so beschissen dran waren, sondern weil du als Deutscher dahin gekommen bist und die da drüben in Peru allesamt noch denken, so wie ihre Vorfahren, Deutscher? Ach, das sind die, die uns nicht ausgenutzt haben, wie die Holländer oder wie die Franzosen oder die Belgier oder die Dänen oder sucht ihr irgendwelche anderen Weißen aus. Das ist ein Deutscher, das sind die Juden, die Guten, die... Niemanden in ganz Südamerika, und da gebe ich mein Wort drauf, juckt, wer sie am wenigsten kolonialisiert hat, Bingo. Und die erste Frage, die ich am häufigsten gestellt bekommen habe, nachdem bekannt wurde, dass ich aus McToffelstan komme, war, ob Hitler noch an der Macht ist. Man wird dort durch anti-indigenen Rassismus bevorzugt, der sich seit der Kolonialisierung durch die Europäer permanent durch Werbung und Unterhaltung in die Köpfe der Bevölkerung frisst. Krankhafte, realitätsferne westliche Schönheitsideale richten schon hier massiven Schaden an, da sie einer kompletten Generation das Selbstvertrauen nimmt, durch die permanente Möglichkeit, sich mit anderen zu vergleichen. Diese Schönheitsideale sind alles andere als natürlich und werden massivst durch soziale Medien und Werbung bereits früh in die Hirne der Kinder reingeprügelt, um sie zu Selbstzweifeln für einen introvertierten Konsumenten zu erziehen. Goten, die Skoten, Sküten, Kelten, das sind die Arier, das sind die Blonden, das sind die Weißen mit dem blauen Schimmern hier, ne, blauen Ader hier so, ne. Das sind die, die vom hohen Norden, die Götter, die zu uns gekommen sind und uns Positives gebracht haben. Weil die Leute wissen ja noch nicht, dass die heutigen BRD-Deutschen nichts weiter mehr sind als das jämmerliche, übrig gebliebene Bisschen der einstigen großen Deutschen, der Dichter und Denker. Was könnt ihr Armleuchter, ihr armseligen Kreaturen, noch mit Goethes Faust anfangen? Oder mit den Schriften des Schillers? Oder sagen wir das Ganze noch, beschreiben wir das Ganze noch mit den Worten, die angeblich Onkel Adi von sich gegeben hat. Um mich zu diffamieren, um mich in ein, nennen wir es mal, schlechtes Licht zu rücken, um mich in eine Schublade stecken zu können. Hätten sie nicht gewusst, was für ein Deutscher du bist, die hätten dir wahrscheinlich ins Gesicht gespuckt. Und um dir zu zeigen, dass du definitiv kein Linker bist, was hast du denn Soziales deinen Mitmenschen jemals geliefert, geleistet? Ich bin seit meinem 23., 24. Lebensjahr Diplom-Ingenieur. Ich gehe nicht mal bei Rot über die Ampel. Nein, Ingo. Du lebst seit Jahrzehnten auf den Kosten des deutschen Steuerzahlers zu Hause bei Mami und Papi und scheißt abstruse Faschopropaganda ins WWW. Was hast du getan? Bahnsurfing. Graffitis an Wände und S-Bahn schmieren. Keine Ahnung, was das mit Kommunismus, Sozialismus oder mit Sozialem zu tun hat. Als ich dich auf Zizek-Manier in die manische Depression getrieben habe, nachdem ich dich so richtig trocken in den Arsch gefickt habe, habe ich mehr Soziales für diese kaputte Gesellschaft geleistet als jeder GoFundMe-Aktivist. Oh. Verstehst du? Nee, verstehst du nicht, ne? Ja. Mit der Zeit wurde es immer schlimmer. Okay, ich glaube, das war's. Hier ist gar nicht super. Ingo erkannte bald, dass sich sein Schließmuskel nie wieder von meinen cyberkinetischen Ohrfeigen erholen würde. Wenn ich in die Kamera starre, also mich selber beobachte beim Reden, fängt es irgendwann wieder an, dass ich nicht mehr weiterreden kann. Ich habe lange versucht, mir einzureden, dass ich nicht Schuld hätte am geistigen Zerfall meines deutschen Lieblingskomödianten. Aber ich muss mir wohl langsam eingestehen, dass ich aus dem einst so lebensbejahenden und hyperaktiven Comedy-Genie ein introvertiertes, deprimiertes Trauerkloß geformt habe. Mein sogenanntes Mojo, meine innere Flamme, mein Elan, wie man es nennen möchte, ich weiß es nicht, ist irgendwie flöten gegangen. Störgeräusch. Hit it. Dadurch, dass ich ihn so richtig trocken in den Arsch gefickt habe, ist meine Lieblings-Internet-Lolcall zu einem langweiligen, gewöhnlichen Schwurbler degradiert. Ich habe mir damit buchstäblich selbst ins Bein geschossen. Buchstäblich irgendwie. Ich habe keine Schusswaffe. Bitte nicht zum Anwalt flitzen. Wir bauen alles neu auf und wir halten zusammen. Wir halten zusammen.
naja, du bist 2021 und bist ja nicht mehr in der Lage, 100 Gramm Marihuana zu verkaufen.